Devil may cry. Tante, do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion. Oh my god, tonight's my birthday party. Yeah, I'm turning 18. Not a little kid. Eklige Dämonen, spektakuläre Moves, treibende Beats und eine gehörige Prise schwarzer Humor. Der Devil May Cry-Formel entspringen seit rund 18 Jahren perfekt choreografierte Action-Hits, die das Blut der Spieler regelmäßig mit Adrenalinschieben versorgen. Ob auch Devil May Cry 5 intensive Rauschgefühle erzeugt, durften wir beim letzten Anspielevent vor dem Release überprüfen. Erstmals konnten wir mit allen drei Charakteren, Dante, Nero und Serienneuling Rhee, dem teuflischen Gesocks, einheizen. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Bei Capcoms Hands-On-Event in London dürfen wir zum ersten Mal in den mit Tattoos überzogenen Körper von Rhee schlüpfen. Im Gegensatz zu Dante und Nero ist Rhee eher der Typ Lauch, kann also mit Muskelkraft im Kampf wenig bewegen. Statt Schusswaffe oder Schwert trägt der Dämonjäger mit der Emo-Frisur nur Gehstock und Buch bei sich. Den Stock verwendet Rhee vor allem dafür, Dämonen den finalen Schlag zu verpassen. Hierzu kann es sich blitzschnell zu einem schwer verwundeten Widersacher teleportieren. Da der Gehstock allerdings wenig Schaden verursacht, sollte man sich mit Rhee ansonsten aus dem Getümmel heraushalten. Rhees Buch dient dazu, während eines Kampfes die Devil-Trigger-Energie aufzuladen. Hierfür muss Rhee lediglich per Knopfdruck einige Zeilen in seinem Buch lesen. Dies klingt zwar simpel, allerdings bewegt sich unser Hobbyphilosoph beim Lesen extrem langsam und ist entsprechend anfällig für feindliche Attacken. Die Hauptarbeit in Kämpfen übernehmen Rhees dämonische Begleiter. Der Adler Griffin, der schwarze Panther Shadow sowie der große Gollum Nightmare. Während der Vogel entfernte Dämonen mit Laserangriffen attackiert, hinterlässt der Panther blutige Spuren mit seinen scharfen Zähnen und Krallen. Nightmare lässt sich erst herbeirufen, wenn mindestens 3 Balken der Devil-Trigger-Anzeige gefüllt sind. Der Gollum ist Rhees mächtigste Waffe. Mit seinen steinernen Fäusten und gezielten Laserstrahlen schickt Nightmare die Dämonen auf direktem Wege zurück in die Hölle. Nach einigen Sekunden geht Nightmare allerdings die Puste aus und er löst sich wieder in Luft auf. Neben den drei Charakteren spielt die kettenrauchende Nico eine wesentliche Rolle in Devil May Cry 5. Sie sorgt nicht nur in Cutscenes für manchen flotten Spruch, sondern lässt sich durch Anrufe aus roten Telefonzellen herbeirufen, die ab und an auftauchen. Nico hat im Devil May Cry Van jede Menge Upgrades und Items im Angebot. Für jeden Charakter lassen sich mehr als ein Dutzend Skills freischalten. Zwar kann Rhee, Griffin, Shadow und Nightmare befehligen und so zum Beispiel direkt auf bestimmte Dämonen hetzen, dennoch will sich bei uns bislang nicht dieses befriedigende Gefühl einstellen, das wir mit Dante und Nero haben, wenn wir Gegner mit Kombos durch die Luft wirbeln und sie im Sekundentakt mit Wirkungstreffern malträtieren. Dieses Machtgefühl haben wir mit Rhee einzig, wenn Nightmare die Bühne betritt. Es hält allerdings nur wenige Sekunden an, da der Golem schnell wieder eine Verschnaufpause benötigt. Fairerweise müssen wir an dieser Stelle jedoch anmerken, dass wir noch bei weitem nicht sämtliche Skills von Rhee ausprobieren konnten. Möglich also, dass der Bücherwurm im späteren Spielverlauf doch noch zur Kampfmaschine mutiert. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine, now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urisin, and if he gets there, he's gonna... Oh! Hey, this is my gig. Dantes Kampfvarianz ist im Vergleich zu Rhee deutlich größer.
In der Haut des legendären Dämonenjägers dürfen wir nicht nur zwischen Pistole und Schrotflinte wechseln, sondern per Digipad auch blitzschnell aus vier Stilarten wählen. Trickster verbessert die Bewegungsmöglichkeit und gibt uns mehr Freiheit in Kämpfen, während Ganzlinger Dante mit einer mächtigen Fernwaffe ausstattet, mit der wir uns Dämonen vom Leib halten können. Als Swordmaster dagegen lässt Dante sich liebend gerne auf den Leib rücken, um Gegner dann mit verschiedenen Schwertmoves ausschalten zu können. Und als Royal Guard beherrscht unser Dämonenjäger verschiedene Konterattacken. Zusätzlich könnt ihr jederzeit zwischen Fernkampf- und Nahkampfwaffen wechseln. Im Laufe des Spiels findet ihr für Dante neue Waffen, unter anderem in den geheimen Missionen, die ihr erst freischalten müsst. Nero, der dritte im Dämonenjägerbunde, besitzt nun nicht mehr den Devilbringer-Arm aus Teil 4, sondern den noch mächtigeren und wandlungsfähigeren Devilbreaker, der ihm von Nico gefertigt wurde. Die Fertigkeiten des Arms spielen sich jedoch recht klassisch. Wir stoßen damit herumstehende Autos um, schmettern Dämonen die Faust in die Visage oder befördern sie in die Luft, um ihn dort mit dem Schwert einzuheizen. Der treibende Soundtrack unterstreicht das schnelle Gameplay optimal und passt sich dabei sogar dem Spielstil an, indem die Macher die Tracks in einzelne Segmente unterteilt haben, welche bei Erreichen einer bestimmten Style-Bewertung abgespielt werden. Erzeugen die drei Charaktere Dante, Nero und Rhee denselben Fighting-Flow und das gleiche Machtgefühl wie der mit ultimativen Fähigkeiten ausgestattete Dante des letzten DMC-Teils? Für unseren Geschmack nicht ganz. Wir konnten Dante im Ninja Theory-Teil zur ultimativen Kampfmaschine upgraden und unseren Spielstil mit der Zeit perfektionieren. Dies ist bei drei Charakteren natürlich nicht in demselben Maße möglich. Allerdings sorgt Capcoms Entscheidung, euch drei Charaktere spielen zu lassen, für mehr Abwechslung bei Gameplay und Story. Dies ist wohlgemerkt unser Fazit nach 5 Stunden. Nach 15 Stunden, so viel Spielzeit soll Devil May Cry 5 laut Entwickler mindestens bieten, kann dies anders aussehen. Wir sind gespannt auf den Test Anfang März. Weitere Informationen zu Devil May Cry 5 findet ihr auf unserer Website pcgames.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, falls euch das Video gefallen hat, und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst.